Glocken ist zurück. 16.000 Euro Frage ist jetzt dran. Zwei Joker sind noch da. Kann er diese schaffen und vielleicht sogar 32.000 oder mehr gewinnen? Wir finden's raus. Let's play Who Wants to be a Millionaire? So, und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Wer wird Millionär mit mir und Glocken. Du bist wieder dabei. Ja, und übrigens, ich heiße Glocken M, nicht Glocken. Ja, gut, Glocken M. Ich poste deinen Kanal auch in die Videobeschreibung rein, kann man ja vorbeischauen. Ja, du weißt, um was es geht. Du hast 8.000 geschafft, um 16.000 geht es in der nächsten Frage. Zwei Joker sind noch da, ja. 50-50 und Zusatzjoker, und das könntest du hinbekommen. Ist schon mal bisher ganz gut gelaufen. 16.000, das sollten wir hinbekommen. Bereit? Ich bin bereit. Let's play. Mit wem war Oberplayboy Gunther Sachs verheiratet? Brigitte Bardot, Sophia Loren, Claudia Cardinal oder Catherine Deneuve? Als ob ich mich über sowas informiere. Jetzt ist gut, dass du das Zusatzjoker noch hast, weil der könnte die Frage definitiv beantworten. Gibt es hier irgendjemanden, der den kennt? Da zeigen uns ein paar Leute auf aus der dritten Reihe. Ja, also erstmal Musik. Okay, Zusatzjoker also. Ja, erstmal Musik, dann gucken wir mal, wer aufsteht. Ja, ich sehe so ein paar Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Was haben wir denn hier alles? 6 Leute sehe ich hier. Nimm mir eine Zahl von 1 bis 6, wenn du haben willst. Wen möchten Sie haben? 1, 2, 3, 4, 5 oder den Euro 6? Ich kann schon mal so viel dazu sagen, jeder von denen weiß ich definitiv. Ich nehme mal den Herrn. Also ich denke, ich nehme mal den Herrn dahin in dem gestreiften Pulli. Okay, dann nehmen wir ihn also. Guten Abend. Wer sind Sie denn? Das ist eine Frau. Guten Abend. Sie heißt Yvonne Tarrant. Sie ist 45 Jahre alt. Sie glaubt, sie ist 60% sicher, dass Antwort A nur richtig sein kann. Die Brigitte Bardot. Aha. Und woher wollen Sie das eigentlich wissen? Ja, ich beschäftige mich mit sowas. Oder ist... Das ist interessant. Interessant, was sie da so in ihrer Freizeit tun. Ja, jeder hat ein Hobby, weißt du? Ja, machen sie das auch beruflich? Noch nicht! Sie könnten wirklich sowas beruflich machen. Ja, da muss ich ein paar Kurven mir aneignen. Na dann. Ja, dann ist gut! Also vertraust du ihrer Aussage, Antwort A. Hat jemand hier so einen kleinen Juden gesehen? Ey. Okay, Eric Cartmans Stimme jetzt mal weg. Ich lass das jetzt mal mit der Cartmans Stimme hier. Also, spüren, was sie da... Da interessant. Ich nehme Antwort A. Die Brigitte Bardot. Und so diese ein Antwort. Gespräch, ja. Das muss man aus Neues sein im Let's Play. Jetzt haben wir uns beide zum Affen gemacht. Es ist richtig. Na, das ist super.
Aber leider keine Sicherheitsstufe. Jetzt kann doch mal gerne eine Kamerafahrt von oben kommen. Die kommt ziemlich immer da von oben. So. 16.000 Euro. Schön. Wäre schön, wenn sowas auch bei RTL zu sehen würde, aber die sind irgendwie zu faul dabei, den Kamerafahrten irgendwas zu verändern. Ja, den kleinen Kameraarm, den kann man auch mal kurz hochheben, wenn sie beim Anfang auch schon machen können. 16.000 hast du geschafft. 50-50 ist noch da. 32.000 Euro Frage ist die nächste. Ja, es wird immer dunkler hier. Hilfe. Viel Glück dabei. Na, ich hoffe. In welcher Rolle war John Goodman 1991 zu sehen? In Prince Denmark, Queen Mum, King Ralph oder Lord Byron? Also ich denke, dadurch, dass wir schon so relativ weit oben sind, denke ich, dass es diese alle wirklich gibt. Also diese Rollen, denke ich. Oh, hab den Soundtrack vergessen. Es muss ja hier Spannung bei mir auch sein. Spätestens in der Folge hört man die. Denn irgendwie ohne Musik ist irgendwie nicht so gut Spannung hier. Also ich nehme erstmal den 50-50. Okay, falsche Antworten werden entfernt. Die richtige und eine falsche bleiben stehen. C. King Ralph, D. Lord Byron. John... Bist noch da? Du warst gerade irgendwie weg kurz. Mann! Du kannst es riskieren, oder? Ich kann es. Es besteht eine Chance von 50%, dass ich das richtig erwische. Das ist wohl wahr. Mit Glück machst du es richtig, wenn es falsch ist, du weißt, wie tief du fällst. Sag einfach, John Goodman war 1991. Also sage ich jetzt endgültig, John Goodman war 1991 in der Rolle King Ralph zu sehen. Er hat gesagt endgültig, also letzte Antwort C. King Ralph. Warte noch mal kurz mit dem Auflösen. Ich mache mir jetzt auch mal hier diese dramatische Musik, mache ich mir jetzt auch mal an. Okay. Einloggen hier. So. Jetzt bin ich aber selbst ein bisschen gespannt, ob es recht oder falsch ist, weil ich selbst hätte echt nach Antwort D getippt, obwohl ich keine Ahnung habe, was er gemacht hätte, haben könnte. Ja, und ich hätte C gesagt, obwohl ich keine Ahnung hätte. Also ich habe den Soundtrack jetzt an, wir können auflösen. Und die richtige Antwort ist was? King Ralph! Ey, super! Sehr, sehr gut gemacht. Gut. Und die haben es auch endlich mal zu dem Punkt geschafft, wo der Übergang dramatischer wird. Das haben wir lange mit dir nicht gesehen. Bei mir letzte Woche schon oft genug. Mit Malte auch. So. Also, jetzt geht's um was. Die Proberunden haben wirklich gut getan. Also man muss dazu sagen, er hat vorher selbst gespielt bei sich, halt eben mit seiner Version, die er hat. Bisschen so mit Malte oder so, keine Ahnung. Und du bist gerade schön in dem Bereich drin, wo du warst. Das gefällt mir sehr gut. Noch 4 Fragen bis zur Million, du hast keinen einzigen Joker jetzt mehr. Deswegen... Also nur nochmal zur Erinnerung an die Zuschauer, wie viel ich dann in den Proberunden gemacht habe. Also ich habe insgesamt 2 Proberunden gemacht.
wo ich einmal 16.000 und einmal 125.000 abgeräumt habe. Das und so viel dazu. Und wir gehen jetzt erstmal auf Frage Nummer 12 für 64.000. Das wollte ich ebenfalls gerade sagen. Wir gucken mal rein. Achtung, Achtung, Achtung. Und viel Glück. Der Deutsche Bundestag in Berlin besitzt eine eigene... Oh Gott, jetzt geht's um meine Heimat. Bäckerei, Sternwarte, Freilichtoper, Kita. Oh Gott. Hätten die irgendwas gesagt, der besitzt eine eigene Kapelle, ja, dann hätte ich's gewusst, aber... Die Frage ist für mich auch interessant, da muss ich selber überlegen. Hast du spontan eine Idee, was das sein könnte beim Bundestag? Nö, also ich habe mich so intensiv nicht mit dem Bundestag beschäftigt. Hätte ich mal machen sollen, vor allem in meiner Heimatstadt hier. Und man muss dazu sagen, ich bin ja nicht Westen, sondern Osten. Und ich genau das Gegenteil. Aus dem westlichsten Westen. Ja. Und wo wir schon hier mal so sind, mach mir schon auch nochmal den passenden Soundtrack, mach ich mir auch nochmal an. Frage Nummer 12. Weil wir das ja damals bei den 16.000 nicht gemacht haben, wo normalerweise so eine kleine Quatschzeit ist, Was hätte ich mit... Ah, was du meinst. Was würdest du denn theoretisch mit dem Geld machen, wenn du es gewinnen würdest jetzt, wenn du jetzt aussteigen würdest? Ja, wenn ich aussteigen würde, würde ich mir das Geld schön aufsparen oder ich kaufe mir von dem Geld einfach Geld. Ja, wer kennt's nicht, von Geld Geld kaufen. Ich nehme eine Druckmaschine für Geld. Wenn du einmal so ein 20er abgibst, kriegst du 200. Also ich würde lieber auf den Geldbaum setzen. Oh Gott, die Ironie, die gibt's ja hier auch. Oh Mann. Also der Deutsche Bundestag. Richtig. Ich könnte ja jetzt natürlich sagen, es gibt ja, es ist ja eine Chance von 1 zu 4. Soweit das also stimmt, ja. 25% ist die Chance, dass ich richtig liege, aber umso größer ist die Chance, dass ich falsch liege. Und genau da musst du selbst entscheiden, was du machen willst. Du kannst das Risiko noch einmal eingehen und gewinnen oder eben so tief fallen wie auf 500 runter. Oh, hallo Kamera. Die sind überall. Das ist wie bei der NSA. Ja. Die NSA überwacht uns. Ja, was mache ich noch von dem ganzen Geld? Also ich würde, ehrlich gesagt, würde ich mir auch ehrlich gesagt noch schön durch Deutschland reisen, mal zu Orten, wo ich noch nicht weitergehe, zum Beispiel Regensburg oder auch Trier. Was kommt sonst so in Frage? Brandenburg an der Havel würde ich auch gerne mal besuchen. Ich würde natürlich auch gerne wieder nach Usedom oder nach Rügen, würde ich gerne auch mal wieder. Oder vielleicht noch mal nach Kiel da oben. Das sind natürlich einige Vorhaben. Die oder ließen Sylt. Sich mit 32 gut finanzieren. Mit 64 natürlich noch besser. Ja, man kann ja auch für 32 kann man ja auch schon wahnsinnig viel Gutes tun. Aber noch so viel mehr Gutes kann man mit 64.000 tun. Ich sehe schon, so ein gewisser Part in dir will zocken und es rausfinden irgendwie. Man kann so oder so rausfinden, egal ob man eher lieber wegrennt oder ob man den Weg weiterläuft und somit den Tod riskiert. Das stimmt. Ich sag mal so, in jedem Fall die Scheine vom Jackpot Special hast du definitiv weggearbeitet, das kann ich mal definitiv sagen. Bei ja, 64.000 Euro Frage. Und auch alle anderen Folgen, also einmal hier die zweite Chance nach dem Jackpot Special. Stimmt, die haben wir auch noch einmal gehabt. Mit Unbox German und mir. Grüße geht auch an dich raus, Unbox German, also viele Grüße. Der guckt die Folgen eh, das weiß ich. Ja, also ich grüße dich auf jeden Fall.
Dich habe ich jedenfalls damals auch schon besiegt. Oh, das ist eine Kampfansage. Also muss der Unbox-Sherman, wenn er Lust hat, muss er mal hier auf Discord kommen und mitspielen eine Runde. Nö, wir können auch gerne mal wieder zusammenspielen. Es werden noch genug so Specials kommen, wo wir sich wieder die Leute in den Körper einschlagen können. Ja, die Körper einschlagen und vermutlich auch abhacken. Das nun eher nicht, aber eher Körper einschlagen. Ja, aber wenn man die sich die Köpfe abhauen, können sie sich gegenseitig das Geld klauen. Wenn aber nur einer was gewinnt. Ja. Naja, zurück zum eigentlichen Problem. Was machen wir in der Situation hier? Ja. Wie gesagt, 32.000 hast du, 64.000 geht, 500 können es werden mit einer falschen Antwort. Ich hänge lieber da so eher in meinem Kaff hier selber mehr rum als in der Innenstadt. Kannst du was ausschließen? Ob ich was ausschließen kann? Nein, kann ich nicht. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass der Bundestag nur eine eigene Kapelle hat. Oder vorher noch schön ein paar Minuten vorher noch da ein Glockengeläut vom Tonband abgespielt wird. Das ist besonders schön, darauf wurde ich nämlich darauf aufmerksam. Schade, dass die Glocken und sowas nicht steht. Aber man muss auch sagen, jeder Mensch hat Glocken, badumtsch. Oh Gott. Ich glaube, diese Folge muss ich FSK 18 machen. Nein. Es muss familienfreundlich bleiben. Nein. Das kann ich nicht tun. Kann es dafür nochmal kurz einen kleinen Applaus geben? So einen kleinen Applaus, bitte. Meinetwegen. Ah, schön. Ja, aber was vergessen wir das einfach. YouTube wird das nicht merken. Was tun wir? Ja, was tun wir? Ich hab keine Ahnung. Die musst du aber haben. Also wenn du keine Ahnung hast, ist die ehre Antwort von dir, du willst aussteigen und das Geld behalten und nichts riskieren. Ja, also ich kann ja 31.500 Euro verlieren. Das stimmt. Entweder ich bin jemand, der jetzt richtig zockt und dabei, eher bin ich jemand, der zockt und als auf der anderen Seite bin ich jemand, der einfach nur aus Spaß Folgen in die Länge ziehen möchte, obwohl er die Antwort weiß. Das habe ich schon letzte Folge gemerkt, du redest dich sehr gerne drum herum. Oh mein Gott. Die Scheinwerfer sind nur auf uns gerichtet. Wie viele gucken eigentlich gerade noch dieses Video an dieser Stelle? Schreibt mal alle gerade einen Kommentar mit Hashtag hier bin ich. Wahrscheinlich sind jetzt alle wegen mir sind wahrscheinlich jetzt alle weggelaufen. Die überspringen einfach diese Woche. Deswegen ist auch hier kein Publikum. Könnte sein. Dann kommt das Applaus dann der Applaus kommt dann jedenfalls dann auch vom Tonband. Nein, doch. Oh. Was willst du machen? Ja, was tun wir? Ja, das musst du mir jetzt sagen. Mal gucken, also ich gehe erstmal ein paar Ausschlussverfahren irgendwie ran. Ja. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob der Bundestag wirklich eine eigene Bäckerei hat. Warst du schon mal drin? Also meine ich das irgendwie schon mal auszuschließen. Okay. Bleiben noch einmal, drei. Ja, ist so ziemlich so Filmriss. Dann bleiben noch drei übrig. Sternwarte, freilich Opa Kita. Ich war schon sehr lange nicht mehr dort. Das war im Kindergarten, wo ich mal da war.
Ich war tatsächlich zweimal da. Ah, okay. Interessant. Naja, bleibt noch drei übrig. Was von denen? Aber immerhin beim Jackpot-Spiel, was viele vielleicht nicht so wissen. Nicht so vielleicht so in Erinnerung haben. Ich habe ja einmal eine Frage im Jackpot Special, habe ich ja gewusst. Ja. Ich sag mal so, für alle, die das Video nicht kennen, ich verlinke es mal in der Beschreibung, weil es ist ja inzwischen so, dass das Video von mittlerweile auf dem Channel das dritte bzw. viertbestplatzierte Videos von Aufrufe angeht. Gleichzeitig auch die meisten Likes und Dislikes, glaube ich, hat. Ja, da habe ich nämlich eine 64.000er Frage, habe ich nämlich gewusst. Das können Sie sich ja alles angucken. Konnte am Ende sogar. Wir reden jetzt gerade irgendwie gefühlt eine 10 Minuten über diese eine Frage hier. Was von denen willst du nehmen? Ich sage, ich nehme Antwort X. Du willst aussteigen? Ja, ich sage Exit. Letztes Wort? Okay, dann nehmen wir so. 32.000 Euro gehören damit dir. Ja, super. So, und jetzt zur Auflösung. Du hast schon mal Bäckerei ausgeschlossen. Was von den anderen drei wäre noch übrig geblieben bei dir? Was hättest du am ehesten genommen? Ich würde sagen... Also, ich hätte eher gesagt, vielleicht so B oder D. Warum? Aber ich hab irgendwie gesehen, man kann hier zwei Antworten eingeben. Ja. Nehmen wir mal die beiden. Erster B und D. Einer von den beiden. Na, wenn es ist A. Tja, das ist eine ziemlich gute Frage, was? Ja, der Deutsche Bundestag in Berlin besitzt. Also erstmal noch. Was denn? Also B hätte ich irgendwie 60% gesagt und D hätte ich eher 40% gesagt. Also tatsächlich eher B als D, okay. So, und jetzt bitte Auflösung. Es ist tatsächlich so, dass der Bundestag seine eigene Kita hat. Er hat tatsächlich seine eigene Kita. Das glaubst du nicht, er hat die eigene Kita. Dazu gibt es auch sogar eine offizielle Seite von denen. Weil so oft, wenn du nämlich im Bundestag irgendwie bist, du siehst doch relativ oft da Kinder rumlaufen, ne? Ich habe mich auch gefragt, wo dauernd kommen die her? Die haben eine eigene Kita, weiß ich. Dennoch, das zur Auflösung. Demzufolge 32.000. Vor einigen Monaten bin ich mal wieder im Bundestag vorbeigelaufen. Das kann ja gut sein. Das ist schon mal ein guter Anstieg, womit man relativ viel machen kann. Ein guter Anstieg von vor 2 Jahren. Ja, und auch mit diesen 2 Fragen hast du schon wieder die Folge geschafft, muss man sagen. Denn das bedeutet, morgen ist schon wieder die nächste Folge dran am Mittwoch. Und wer damit spielt, ich kann's nicht sagen. Wir werden es bald rausfinden. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Mitspielen über 2 Folgen, Alter. Haben wir schon wieder die Folge durchgespielt? Wir haben es wieder durchgespielt. Du hast 2 Fragen in dieser Folge geschafft. Und dafür haben wir gut 25 Minuten fast gebraucht. Wir sind jetzt bei 24 Minuten erst angekommen. Das war's für diese Woche. Wir machen morgen weiter. Danke schön fürs Zuschauen. Willst du noch irgendwas sagen? Ja. Wer weiß mit wem. Also... auch von mir. Tschüss. Und machen Sie es gut. Und noch einen schönen Abend. Ciao.